Der neue Explorer trägt einen bekannten Namen, ist aber doch ganz anders. Er hat mit seinem amerikanischen Namensvettern so gar nichts gemeinsam. Er ist vielmehr der Eintritt der Marke in den europäischen Elektromarkt. Ja, die Reise von Ford in der Zukunft ist vorgegeben. Diese ist rein elektrisch und wir elektrifizieren jetzt unsere beiden Sparten, sowohl die PKWs als auch die Nutzfahrzeuge sukzessive. Bei den PKWs haben wir jetzt den Explorer gelauncht, ganz frisch das erste batterieelektrische Auto in Europa. Einen ersten Einblick gab es auch in die unmittelbare Zukunft bei Ford. Während Ford sich bei den Verbrennermodellen aus dem Volumenmarkt verabschiedet, der Fiesta wurde ja bereits eingestellt und auch der Focus wird in 2 Jahren gestrichen, sollen neue Elektromodelle die Rolle als Volumenmodelle übernehmen. Also nach dem bereits erwähnten Explorer, der jetzt gerade frisch am Markt ist, werden wir Ende des Jahres den neuen Capri präsentieren. Dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, kommt der rein elektrische Ford Puma auf den Markt. Auch auf der größeren, auf der Van-Seite werden wir den E-Transit Courier noch auf den Markt bringen. Das wird auch noch höher sein. Beim Aufbruch in die Elektromobilität gestattete sich Ford Hilfe bei Volkswagen und nutzte deren MEB-Plattform. Dennoch will der e-Explorer ein echter Ford sein. Das grundsätzliche Design kommt aus Köln und wie immer auch die Preisgestaltung. Beim Thema Design orientierte man sich an den für die Marke typischen SUV-Elementen und zitiert dabei auch Details des amerikanischen Modells. Dementsprechend soll er eine neue Art von Abenteuerfeeling erzeugen. Mit dem Explorer sprechen wir ganz klar Familien an. Man hat Platz bis zu 5 Personen mit ordentlich Gepäck, 450 Liter gehen hinten rein. Und er ist quasi die elektrische Alternative zum Kuga. Dank des Konnektivitätssystems SyncMove kann man das Cockpit individuell gestalten und hinter dem 14,6 Zoll Bildschirm verbirgt sich sogar ein Stauraum, der sogenannte My Private Locker. Themenwechsel zu Modellen und Preisen. Den Explorer bieten wir jetzt einmal im Anfang als Heckantrieb mit 286 PS an. Und das Topmodell aktuell hat 340 PS und Allrad. Und wir steigen noch später ein, das wird zu Ende des Jahres sein, mit einem Sparmodell, sage ich so gern, mit 170 PS und Heckantrieb. Der hat auch eine verkürzte Reichweite, hingegen der Heckantrieb aktuell hat 602 Kilometer Reichweite laut WLTP. Also aktuell starten wir bei einem Sonderpreis von 35.590 Euro und das entspricht wirklich einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, weil natürlich 35.000 Euro sind viel Geld, aber angesichts der dargebotenen Leistung ist es ein wirklich faires Angebot. In diesem Preis sind natürlich alle staatlichen Förderungen und Preisvorteile seitens Ford berücksichtigt. Nun zur Motorisierung. Der Explorer wird wahlweise mit Einzelmotor Hinterradantrieb und Range Extender oder mit Doppelmotor Allradantrieb angeboten. In beiden Fällen kommt eine Lithium-Ionen-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie zum Einsatz, die für Europa aufgrund ihrer besseren Energiedichte gewählt wurde. Etwas später wird ein einmotoriger Heckantriebsstrang mit einer NMC-Batterie verfügbar sein. Jede Menge Power verspricht Ford auch beim Laden. Von 10 bis 80% soll es beim AWD-Modell mit bis zu 185 Kilowatt nur rund 26 Minuten dauern. Explorer-Fahrer können auch im Blue Oval-Ladenetzwerk in ganz Europa an über 600.000 Ladestationen laden. Dazu gehört hierzulande auch Ionity. Aber nicht nur das Aufladen soll schnell gehen. Der e-Explorer beschleunigt schneller als ein Focus ST. Mit 340 PS ist das Allradmodell in 5,3 Sekunden auf 100. Außerdem kann er bis zu 1200 Kilogramm ziehen, was übrigens für die meisten aktuellen Modelle von Ford gilt.